Wir sind die Pim und der Tom mal wieder. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich fürs Jahr 2022 alles Gute, einen guten Rutsch. Hoffen wir, dass das Jahr besser wird. Wir sind aktuell in Straßburg angekommen. Wir sind im Hilton Hotel in Straßburg und die Videos von La Gomera, ein paar Flüge noch und unser Apartment und der Rückflug, das kommt in den nächsten Tagen, mache ich die Videos fertig. Und wir machen jetzt mal erstmal nur eine kleine Review hier vom Hilton zu Weihnachten. Wir sind über Weihnachten hier und vielleicht habt ihr Lust, euch die anzuschauen. Da gab es noch so ein paar ganz witzige Sachen, die passiert sind hier im Hotel, was wir gefunden haben. Und später im Video, nach der kurzen Review, wenn die fertig ist, die Review, direkt da dran, kocht die Pim hier im Hilton, kocht oder bereitet das Weihnachtsmenü für uns zu, ne? Ja. Wir wollen nur nicht rausgehen, weil in Anbetracht der angespannten Corona-Lage machen wir das lieber hier im Hotel und dann sind wir auch ein bisschen safe, ne? Mhm. Ne? Ja. Genau. Deshalb bleiben wir zwar hier. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal die Hotel-Review. Bis gleich. Und ich wandere mal wieder durch die Gänge von einem Hotel. Das bedeutet mal wieder eine Hotel-Review. Diesmal im Hilton in Straßburg. Kommt mal mit rein. Wir haben diesmal ein Standardzimmer hier genommen im Hilton. Aktuell sind die Standardzimmer aber auch relativ teuer. Und ich zeige euch das Standardzimmer trotz allem mal ganz kurz. Weil wir haben schon wieder so ein paar Sachen entdeckt, die ein bisschen komisch sind. Und wir wissen damit gar nichts anzufangen. Gehen wir erstmal ganz kurz ins Bad. Ganz normales Badezimmer. Pim kommt auch mal rein. Dann könnt ihr die Pim noch ganz kurz sehen. Da ist die Pim. Gut, ganz normal die Sachen, die in Badezimmer gehören, in der Preiskategorie. Das ist ein 4-Sterne-Hotel, Badewanne als Dusche zu benutzen. Und da kommt die Pim nochmal und zeigt euch BD und Toilette. Dann wandere ich gleich weiter. Und hier ein großer Schrank. Wer bügeln will, kann bügeln. Bügelbrett auch. Bügeleisen und Bügelbrett. Safe. Claro. Ein Föhn. Pim hat gesagt, der ist schon ein bisschen kaputt, der Föhn. Und dann mal wieder das leidige Problem, was wir ja damals auch hatten im Hotel im Sheraton, ne, in Frankfurt. Wir kommen an, ein Bademantel, einmal Badeschlappen. Ne? Weiß ich nicht. Ne? Muss ich das jetzt, muss ich Bescheid sagen oder kriege ich in 14 Tagen die Kreditkarte mit einem Bademantel belastet? Also ist schon immer ein bisschen, fühle mich damit unwohl, wenn das so ist. Ne? Das klären wir aber später noch. Nicht so schlimm. Dann geht es hier weiter. Was schön ist, hier ist eine Kaffeemaschine. Ja, eine Kaffeemaschine ist nicht ein Wasserkocher. Und so ein paar Sachen kann man sich einen Kaffee machen. Mit einem Deckelchen drauf, dass es alles steril sein soll. Naja, wer es glaubt. Okay, dann haben wir hier noch eine Minibar. Nächster Punkt. Wir kommen hier hin an die Minibar. Jetzt denkt man, die Minibar ist voll. Was ist drin in der Minibar? Zweimal Wasser, eine Cola, ein Orange. Und da zeigt die Pim euch nochmal eine Cola. Ja. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ist die nicht aufgefüllt worden, die Minibar? Was war da vorher drin? Wir wissen es nicht. Ne? Das sind alles so Sachen. Hier ist auch kein Zettel, wo man irgendwie was schreiben könnte. Das sind alles so Sachen, die sind irgendwie keine Ahnung. Das Zimmer an und für sich, schaut mal, ist recht groß. Ich denke mal, ich habe jetzt nicht vorher geguckt. Ich meine, es wären 29 Quadratmeter waren es. Genau, ich habe es jetzt wieder im Kopf. Schöner großer Fernseher, kann man erwarten. Hier ist dann tatsächlich nochmal eine Kaffeemaschine, so eine Art Kapselkaffeemaschine, No-Name-Produkt, aber völlig in Ordnung. Also Kaffee sind da ganz gut mit bedient hier, das ist schon mal sehr gut. Schreibtisch, noch eine Sitzgelegenheit, großes Bett und jetzt ist schon wieder so eine kleine Sache passiert. Ich sage immer, diese Hotel-Reviews, das ist nicht mein Ding und ich will auch kein Hotel irgendwie blöd dastehen lassen oder sonst irgendwas. Ne? Das ist gar nicht mein Ding. Das Zimmer ist soweit sauber, ist alles in Ordnung, aber die Pim, der ist gerade was runtergefallen und jetzt guckt mal, was die gefunden hat. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen erschreckend. So, kommt mal mit. Die Pim kommt mal mit der Kamera. Jetzt liegen hier direkt neben dem, ja, wie nennt man das, Nachttisch ist es nicht. Aber da, wo man halt seine Sachen draufstellt, wenn man im Hotel ist, liegen da unten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich hole sie mal raus, zwei Tabletten. Ne?
Tatsächlich, es sind zwei Pillen. Tja, die Pim hat schon mal gesagt, Viagra ist es vielleicht vom letzten Gast, ist es aber nicht. Die Dinger sollen ja blau sein, die kenne ich natürlich nicht. Aber sowas ist natürlich, ich hole die jetzt trotzdem mal, ich fasse die an und werde die gleich entsorgen. Ja, keine Ahnung, das könnten auch Drogen sein, das könnte sonst was sein. Ne? Und dann haben wir jetzt hier im Hotelzimmer liegen unterm Bett, direkt da vorne. Ne? Also das ist ein No-Go. Das finde ich schlecht, ne? Finde ich wirklich schlecht und auch gefährlich, ne? Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Ich spüle das gleich den Klo runter. Ne? Wir wissen nicht, wer hier vorher war. Ne? Aber es heißt dann, das Zimmer ist nicht sauber gemacht worden, richtig. Ne? Naja, gut, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz den Ausblick. Guckt mal hier rüber. Der Ausblick ist nicht besonders toll. Da guckt man auf irgendwie so eine Industriehalle. Aber ganz da hinten, wenn ihr rüber schaut, da seht ihr noch im Dunst irgendwo das Münster von Straßburg. Und vielleicht gehen die Pim und ich da auch noch später hin. Aber wir werden jetzt hier nicht so viele Videos machen aus Straßburg. Mir ging es jetzt erstmal hier nur um das Hilton Hotel. Ich zeige euch natürlich auch noch das Frühstück, sofern wir da filmen können. Und heute Abend hat die Pim noch was ganz Besonderes vor, weil die Pim möchte hier in diesem Zimmer noch ein Menü für mich vorbereiten und für sie auch. Alles ist bereit für den Papaya-Salat. Das kennt ihr ja schon, das habt ihr schon mal gesehen im Flugzeug, im Hotel. Ne? Überall kriege ich ja meinen Papaya-Salat. Ne? Die Pim hat sich natürlich ihren Mörser mitgebracht. Und ich zeige das jetzt dann nur kurz. Oder die Pim zeigt es euch. Tomaten hat der. Tomatis, okay. Prost euch mal zu. Thailändischer Apfelsaft, wie immer, ne? Ja. Achso, ich stoße mal mit der Pim an, ne? Was hältst du davon? Gut. So. Dann sage ich dir auch mal schöne Weihnachten, Pim, ne? Und okay. Einen guten Rutsch dann später, ne? Dauert ja noch ein bisschen. Tomaten und Sojasauce, ne? Mhm. Ich zeige euch das mal gerade, was er noch vorbereitet hat. Nüsse, Karottenstreifen, Papayasalat natürlich und Limone. Ja. Wird alles schön gemörsert von der Pim. Jetzt kommen schon die Nüsse dazu. Ich habe schon ein bisschen Hunger, weil wir waren vorher noch in der Stadt in Straßburg. Und es war, ehrlich gesagt, bitterkalt. Wir haben dann irgendwann wieder abgedreht, war uns zu kalt, ne? Ja. So, guckt mal, mein Papayasalat ist schon fertig. Hat die Pimme noch schön angerichtet. Ökologisches Besteck, ne? Hast du mitgebracht? Aus Holz. Plastik benutzt man natürlich nicht mehr. Und da freue ich mich jetzt drauf und sagt der Pimme vielen Dank dafür. Wir haben unseren Spaß hier. Das ist immer irgendwie lustig, wenn die Pim im Hotel kocht. Ne? Es ist ja nicht wirklich Kochen, die Vorbereitung. Jetzt habt ihr gesehen, gerade in der Draufsicht, es ist noch ein Thai Massaman Curry dabei gekommen. Hat die Pim alles frisch noch zu Hause gekocht. In eine Tüte reingetan, also in so eine Alutüte. Schön gekühlt mit Eis. Dann kann man das ein, zwei Tage aufheben. Und so haben wir dann hier unser Essen. Also ich sage nochmal, es ist nicht, weil wir zu geizig wären oder so. Wir würden auch ein tolles Menü in der Stadt machen, aber aktuell, vielleicht habt ihr es vorhin gesehen oder ich zeige es euch noch, den vom Weihnachtsmarkt hier in der Stadt, da war die Hölle los, Pim. Ne? Ja. Unglaublich. Also Frankreich hat sehr hohe Corona-Zahlen im Moment und da war echt die Hölle los. Also ich habe sowas, ich war richtig erschreckt. Ne? Wir sind dann schnell abgehauen. Ne? Ja. Da stand dann also gar nicht auf dem Plan, irgendwo essen zu gehen oder so. Ne? Nein. Es war einfach zu voll und das wollten wir nicht. Wir wollen ja auch nichts riskieren. Ne? Aber schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde das jetzt essen. Und ich glaube sogar, die Pim hat noch irgendwas vorbereitet. Mal gucken, was ich schaffe. Und dann wird die Pim ja auch gleich ihr Essen ja, warm machen. Ne? Ja. Okay, dann zeige ich euch dann noch das Frühstück hier natürlich. Insofern wir morgen früh filmen können.
weil es sind viele Gäste hier im Hotel und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man niemanden draufkriegt oder manchmal stört das die Leute auch. Ne? Ja. Gucken wir mal, was wir noch filmen können. Frühstück soll ja recht gut sein oder es ist recht gut. Die Pim und ich, wir waren ja auch schon oft hier im Hilton. Ne? Ja. Schon, also wie oft waren wir ja einige Male. Ne? Ich weiß nicht mehr. Damals noch immer mit meinen Eltern. Ne? Und das Frühstück hier war immer gut, es war eines der besten. Mal gucken, ob das jetzt auch noch so ist. Ne? Okay, ich habe wieder genug gequatscht. Wir wünschen euch was. So, die Kim und der Tom, wir sind beide beim Frühstück hier im Hilton. Ich hatte ja gesagt, dass das Frühstück früher mal ein wirklich ein gutes Frühstücksbuffet war. Jetzt aktuell ist das auch schon wieder so ein bisschen alles zusammengestampft hier im kleinen Raum. Ich weiß nicht, ob das mit Corona zu tun hat oder warum die das gemacht haben. Ich finde es nicht ganz gut, die Lösung, weil jetzt sich alles knubbelt in so einem kleinen Raum, wo das Buffet auf engstem Raum ist. Also es ist alles da im Buffet. Ist für Leute, die vegan und vegetarisch leben, auf jeden Fall auch was dabei. Ich habe auch ein paar vegetarische Sachen gefunden. Es gab auch Sojamilch, also ihr könnt auch was finden. Und wer Fleisch isst, sowieso. Also das Frühstücksbuffet ist nicht schlecht, aber im Gegensatz zu vor 10 Jahren ist es gar kein Vergleich eigentlich. Wir zwei machen uns jetzt gleich wieder auf den Weg und ich beende dann auch hiermit quasi die kleine Hotel-Review. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert von Hilton, waren halt so ein paar kleine Mängel. Das Zimmer war nicht wirklich sauber. Das WLAN hat entgegen der Aussage, dass es kostenfrei funktionieren soll, nicht funktioniert. Dann war da noch die Sache mit dem Bademantel, mit dem Badeschlappen. Dann war noch die Minibar, was so undefinierbar war. Und dann war dann auch noch das mit den zwei kleinen Pillen, die wir gefunden haben. Also ich finde, für den Preis jetzt, den wir hier bezahlt haben, hätte das alles noch halbwegs in Ordnung sein müssen. Frühstück war okay. Aber erstmal buchen die Pim und ich das Hotel jetzt auch nicht mehr, ne? Weil da fehlt der Wow-Effekt, der fehlt so ein bisschen. Und natürlich ist Straßburg an sich, an und für sich teuer, das ist klar. Ne? Und Hilton in Straßburg, klar. Ist teuer und die französischen Hotels, ja, das war noch die Sache. Hier ist alles, steht alles in Französisch. Alle Angaben sind in Französisch. Hier findet man nichts in Englisch. Ne? Das ist dann halt auch nochmal so eine Sache, was mich manchmal stört bei bestimmten Anweisungen. Da muss ich dann erstmal den Google-Übersetzer einschalten. Naja, will nicht nur meckern. Wir haben einen angenehmen Aufenthalt gehabt und machen uns jetzt wieder auf den Weg weiter. Ne? Bis später.